V8, Leute. Gibt's auch hier drüben. Einer der schönsten V8, muss ich sagen. So ein schöner Ford hier, das hat schon was. Ne? Schöner 5 Liter, jawohl, so muss es sein. Drunter sollte es nicht sein. Also zumindest hier beim Mustang. Ja, aber euch erstmal ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Ja, ich bin jetzt von dem Parkplatz bereits weggefahren. Habe dann relativ zügig den Anruf dann bekommen. Heute Morgen habe die ganze Zeit noch gewartet, war ja gestern dann 17 Uhr schon in den Feierabend gezwungen worden, möchte ich mal sagen. Und dann ging es heute Morgen ganz, ganz schnell und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt die Kamera ein bisschen vergessen und euch auch vergessen mitzunehmen, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, ich habe jetzt hier schon hier in der Brücke vollgefüllt. Wir sind also jetzt hier bei BCP, das heißt also dem umfassenden Konzern von Martini in Arnhem. Haben hier 24 Tonnen, ihr werdet es nicht glauben, Limonade drauf bekommen. So, also haben wir jetzt hier einen Limonadenbomber und habe natürlich auch so einen Hofwunder schon gemacht. Wir können dann direkt los mit diesem, ich muss ja wirklich zugeben, wunderschönen S500. Also mir gefällt das Fahrzeug sehr gut. Ich kann auch verstehen, warum der Dennis Beversdorf auch gerne mit dem S500 fährt. So ein schönes Foto hier. Und gerade dieser Flip-Flop-Lack hat schon was. Schön, also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, das Fahrzeug. Ja, und hier nochmal. Oh ja, also ich komme hier mal wieder aus dem Fotografieren nicht raus. So. So. Sagen können wir mal. Ich werde mal, sobald wir auf der Autobahn sind, den Marian mal anrufen. Das muss man unterhalten und auch mal zu wissen, wo er ist. Oh, ein bisschen Licht an, ne? Im Winter. Also kann man sich echt hier an so ein Geschoss hier gewöhnen. Das ist wirklich standesgemäßes Fahren. Schönes Ding, gefällt mir richtig gut. Aber natürlich mit eigener Lackierung und so weiter, das Führerhaus noch ein bisschen schick machen, ne? Wisst ihr ja. War ja auch ein richtig traumhaft schönen S500 fährt, das hatte ich gerade eben schon anklingen lassen. Das ist der Dennis Beversdorf, schön grauen, auch ein echter Hingucker. Wenn ich das sehe, die Maschine hat wirklich auch von ganz unten her Drehmoment. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Fahren. So, zum Mittag sollen wir zu Hause sein. Naja, ist halt nur Arnhem. Jetzt halt zurück nach Kassel. Lassen wir mal kurz mal den Marian schauen. So, mal gucken, El Mariano. Ja, ich muss, das ist halt wie im echten Leben. Marian. So, was sagt jetzt hier? Dings, da ist er. Ein wunderschönen Marian. Wer stört mich hier? Das ist ja ein Ding, dass du schon auf bist. Das ist ja immerhin erst 8.46 Uhr. Sag mal, schon auf. Ich für meinen Teil bin in der Logistik- und Speditionsbranche tätig. Ja, ne, ich bin im Entertainment. Wo bist du? Im Entertainment unterwegs, da schläfst du lange. Ah, ja, genau, stimmt, ich vergaß. Ja, wie läuft's? Ich hatte ja schon ein bisschen geschrieben über das Gespräch von mit Martini. Ja, das ist alles schön. Aber noch nicht alles sicherlich. Ja, ich bin jetzt hier in Arnhem, habe jetzt heute Morgen dann ganz frisch die Tour reinbekommen, zurück nach Kassel mit 24 Tonnen Limonade hinten drauf. Machen Sie bestimmt diese Bierbrause mit. Und
Ja, bin jetzt ein bisschen entspannter. Ging heute Morgen ganz fix. Gestern haben sie mich ja dann zu 17 Uhr zwangsgeparkt, obwohl ich eigentlich noch 4 Stunden Fahrzeit oder drei zumindest noch über hatte. Und ja, Wegen wegen Folgetour. Ich fahre doch das hier mit einem quasi Leih-LKW von denen, von einem Fuhrunternehmer, der sich da ein bisschen übernommen hat, und haben die Bürgschaft übernommen für das Fahrzeug. Und weil ich ja so einen Tankauflieger nicht meinen eigenen nenne, hatte ich halt den jetzt genommen oder sollte den nehmen und diese Tour hier fahren. Ja, und ein sehr angenehmes Fahrzeug. Ein S500 hatte ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Scania. Und boah, Vollausstattung hat er sich was kosten lassen. Flip-Flop-Lackierung, also nicht schlecht. Das ist der Sechszylinder drin, der reicht aber völlig aus in dem Auto, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sehr schönes Auto, Ja, sehr reicht. gediegen. Natürlich reicht das, aber wie gesagt, ich bin ja auch lang genug andere gefahren, aber ist halt was anderes, weißt Ja, das soll dir ja Weil ich noch gegönnt sagen sein. wollte, du sagst Tank und so, von Diesels Lieblingssport ist Tanktransport, du bist doch da Profi. Ich kann mich da noch an so eine Milchtour mit dem Iveco erinnern. Du meinst es? Mit einer Liftachse, die oben war, mit wie viel Tonnen? Ja, 32 der war. Aber hallo, der hatten sie irgendwie so Schwerwasser drin oder sowas, mein lieber Scholli. Ja, aber schöner Achtzylinder war das. Das Prötteln, fröhliches Prötteln am Monte Cassino, glaube ich, oder so war das, ne? Die Genau, Folge. genau, genau, Ja, genau. ja. Ja. Ja, und wo treibst du dich rum? Ich reite heute in Bulgarien ein, in Oh, schön. Russe oder irgendwas. Ey, schön. Also, jetzt mal Let's Play technisch, ProMods 232. Ja, genau. Genau. Ja, wunderschön. Ja, schön. Wunderbar, wunderbar. Die Original, das ist vielleicht, man kennt ja meine Meinung von der Original-Karre, das Ja. ist halt vielleicht Was hast du gut für aussehen. Temperaturen? -7. Gut. -7, So kalt. aber ja, aber der Schnee wird merklich weniger. Aber wie gesagt, in Richtung, ich habe ja deine Anschlusstour Richtung Griechenland und dann Serbien und Mazedonien, da hinten Schön. runter, wird es dann auch wieder hügeliger und bergeliger, also ich denke mal, da liegt was. Und in Ja. Griechenland treffe ich mich mit ein paar alten so Scania-Spezies, weil Scania und die Griechen, weißt du, ich habe so eine richtige Szene dort unten. Und da habe ich auch ein paar Kontakte, deswegen war das ganz gut, dass das klappt mit diesem Rundlauf, den wir da an Land gezogen haben. Von Polen Richtung Griechenland, Rumänien, Ungarn, dort runter und dann eventuell meistens mit der Fähre rüber nach Italien, dann auf der anderen Seite wieder hoch. So kann das dann in Mein Zukunft lieber sein, ne? Scholli, du leistest dir echt ein schönes Leben. Ne? Wir oben müssen hier klagen und klägen für dich, Transart, und der Herr, der hält den Hintern in der Sonne. Aber sei dir Ja, vergönnt. aber es geht auch manchmal nach Skandinavien hoch, aber ich hoffe nur im Sommer. Nur ja, herrlich. Schön. Nee, das hört sich ja super an. Also würde ich auch gerne mal runter. Trifft sich gut. Ach so, wieso? Jetzt kommt es halt drauf an. Du hast gesagt, du hast diesen Zusammen-LKW und diesen Miet-LKW. Wann bist du da wieder frei verfügbar? Ich bin heute Nachmittag wieder in Kassel, muss noch ein bisschen Schreibkram machen. Wir müssen uns dann nachher auch nochmal unter vier Augen unterhalten. Das können wir, nachdem du mir das andere erzählt hast. Aber morgen bin ich, also zum Mittwoch, kann es eigentlich wieder losgehen für mich. Moment, ich muss gerade mal konzentrieren hier, dass ich nicht nach Oberhausen weiter eiere. Hast du getankt? Der ist, ja, der ist voll. Also der hat ja hier, das ist ja ein Zweiachser, weißt Cool, nein, ich mach mal. du? Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist, wer einen Schaden hat, weißt du, der sorgt alleine für den Spott. Genau. Also würdest du quasi ab morgen, Ja. könntest du wieder mit deinem Nordhessen-Liner mit einem Tieflader arbeiten Genau, oder möchtest du genau. was anderes machen? Nee, wollte ich schon, weil ich hatte jetzt nur Martini halt versprochen, das machen wir gleich im Anschluss, die Tour hier zu fahren, weil das war wichtig für die, für ein entsprechendes, ja, demineralisiertes Wasser, was rüber musste nach Arnhem, und eine spezielle Brause, die sie jetzt zurückkriegen, um ihre Biere in Anführungsstrichen zu veredeln, halt diese Alkopops und so, ne? Und spezielle Limonaden.
Nee, ich wollte morgen dann schon, das ist bei mir vorgesehen, wollte ich mich schon ganz gerne nach einer Tour für meinen Vierachser Tieflader umschauen. Das ist doch gut. Wieso? Weil ich habe, da war ich denn eigentlich schon, was zugesagt habe, auch eine Tour Richtung Okay. Griechenland, also Richtung mir hinterher quasi. Ah, das hört sich doch gut an. Da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf, aus dem Schnee rauszukommen. Ja, aber wie gesagt, hier unten ist es auch grau und weiß. Zwar weniger, aber Ja, vielleicht einmal ein Wetterumschwung wird dann vermutlich besser, ist ja ein schönes Hoch jetzt angesagt und mal gucken, was das mit sich bringt. Also Alpen wird ja, ist die Nordalpen immer noch total verschneit. Ich hatte jetzt gehört, dass in den Südalpen ist es eigentlich komplett schneefrei. Derzeit. Das ist natürlich ja, da werden Südalpen schon Wasser und runtergedrückt. genau. Ja, und deswegen musst du da erstmal drüber kommen. Da ziehe ich aber Schneeketten auf, das werde ich schon schaffen. Und wenn es denn nötig ist, weil mittlerweile sind ja, es wird, die Lage entspannt sich ja ein bisschen derzeit. Ja, ich bin also Polen runter, über die Slowakei, also da war nichts. Also da hinten runter war Berg genug davor. Meine Slowakei, da gibt es da immer Gas, musst du durch. Ja, das Dann stimmt. halt komplett ein kleines Eck in Ungarn und dann Rumänien komplett durch. Bulgarien, so, das. Ich meine, Serbien und Mazedonien, so, das war für mich halt neu, das kenne ich nicht. Da muss man sehen, was da rauskommt. Aber das mit diesem Mittwoch, mit diesem Nordhessen-Liner, das spielt bei dir, weil ich muss dann Nee, das mach fest. Das ist gut. Das mach dieses ruhig letzte fest. Prozent okay noch geben, dass es dann auch läuft, weißt du? Ja. Das wäre wichtig, weil das könnte dann auch so ein bisschen Folge aus der Nacht Ja, das ist doch gut. Nee, dann mach das. Zieh das an Land, dann fahre ich das morgen. Weil ich hatte jetzt das wirklich ist mit cool. Martini nur den Tag heute ausgemacht. Und Ja. ich muss ja auch selber an mein eigenes Geschäft denken, dass ich das jetzt überhaupt gemacht habe. Ist auch schon. Ich habe die ganze Zeit so einen herrlichen Tieflader vor mir. Schön doll. Ist ja an sich schon eine große Zugabe. Dafür habe ich jetzt allerdings für uns dann nochmal 2 Wochen Bedenkzeit gewonnen, ob wir das machen mit den 3 Zügen oder nicht. Und dann kannst du die Tour dann zusagen. Das mache ich auch schon beim nächsten Thema. Und zwar, ja, Martini. Also die brauchen, hatte ich ja dir schon so ein bisschen geschrieben. Dadurch, dass denen jetzt 2, 3 Kleinunternehmer parallel weggebrochen sind, sind so diese Kleinunternehmer, die nur mit einem Zug für sie fahren, quasi in ja, Ungunst gefallen. Und das ist jetzt für uns ein Problem, weil ich habe für Martini nur einen Zug laufen. Also sprich jetzt den Martini-Liner, den DAF 105 mit dem Planenauflieger vom Daniel. Und die anderen Züge, Else fährt ja auch Linien jetzt mit dem Jumbo Stahl-Coils. Das ist ein ziemlich guter Auftrag. Die Mille fährt ja ohnehin die Skandinavien-Tour da oben für Rostocker. Das ist ja eine andere Brauerei. Und ja, ist alles ausgelastet und ich will halt mit dem Nordhessen-Liner die Schwerlast fahren, beziehungsweise Tiefladeraufträge. Und du hast ja in Polen, ziehst ja auch ohnehin deine Aufträge an Land, sodass du, da willst du auch eine Linie, glaube ich, einrichten jetzt, oder hast du schon Ja, das ist schön unter Dach und Fach. für den zweiten Kühler, genau. Deswegen haben wir keine Fahrzeuge frei. Wir haben also die Option, entweder Martini zu verlieren, die eine Linie, oder halt 2 dazu zu kriegen und dann schauen, was für Fahrzeuge. Dann brauchen wir 2 neue Züge, ne? Und Fahrer, Fahrer vor allen Dingen. also. Ja, Weil, wie und gesagt, das mit der Linie in Polen, also wenn wir wollen, wir könnten sofort noch 10 Züge dazu holen. Da wären die sehr voll drüber. naja, aber Wo kriegt wollen man wir gute erstens Fahrer? das Kapital für diese Züge hernehmen? Ja. Und selbst das, wenn das geklärt wäre, wen willst du dann aufsetzen? Wer wollte das fahren? Hätten nicht mehr. Ja, da muss ich mich, deswegen sind die 2 Wochen ganz gut, dass ich mich dann nach Fahrern umschauen kann, wobei ich ja weiß, dass. Oh, verdammte Axt, Moment, hier ist ein Unfall. Und ich bin gerade noch so auf den Standstreifen zum Stehen gekommen, sonst hätte ich hier 10 Meter Auto zusammengeschoben. Nicht ruhig. Ich war nicht mit einem Leih-LKW. Nee, nee. Und vor allen Dingen mit 24 Tonnen Limo hinten dran, der Tank, der drückt ja einfach durchs Führerhaus aus. Ja, das bleibt nicht stehen. Ja. Ja, okay, also wegen Fahrern, also
zwei hätte ich an der Hand, aber den einen wollte ich ja dann auf einen von den beiden Spanien machen, weil die, ja, gesagt, wir haben ja die 37er Next Gen und dann den, den ich jetzt habe. Ich bin aber sowieso nicht. Noch einen aus meiner ehemaligen Firma, aber das wäre halt nur einer. Wenn du sagst, wie viel will ich noch haben? Noch zwei oder drei? Weil wir brauchen zwei. Noch zwei, ja, dann hätten wir auf jeden Fall noch mal einen als Problem. Ja, oh je ja, nachdem, wie das dann entschieden wird. Gescheppert, kompletter Trailer ausgebrannt hier. Eieieiei. Aber Zugmaschine konnte sich retten, wie es aussieht. Das ist der Unfall hier. Ja, okay. Lass uns mal, da müssen wir uns ja immer drüber unterhalten, über deinen Mann aus Dresden. Ist das dann vermutlich, ne? Nee, ich habe auch damals in den Lodge noch eine Zentrale. Ja, aber die kommen doch nicht nach Kassel. Das ist nicht. Ja, ja. Die haben damals, ich hatte damals in den Erfurt noch ein Ding und in München. Mm. Und der hatte dann seine Wohnung nach München verlegt, dem ist das egal, dann fährt er lebt dort, wo seine Arbeit ist. Also ja. Dem wäre das wurscht, das würde ich wissen. Ich gucke auch nochmal bei. Der lebt mit seinem LKW, also. Ja, ja. Ja gut, habe ich so eine geteilte Einstellung, weil die sollen auch mal bei ihrer Familie sein können. Also ich bin halt so ein bisschen sozial eingestellt. Von der Rheintrans sind aber auch etliche frei geworden, das weißt du. Und der Micha hat sich ja da ein bisschen zurückgezogen und dem ist ja das alles ein bisschen groß geworden, hat es dann verkauft. Und deswegen, warte mal, ich muss gerade konzentrieren, dass mir so ein Chemietrailer hier vor der Nase zieht. Das ist ein Gefahr hier heute, sorry Marian. Da kann ich auch nochmal gucken. Zu Micha habe ich ja wieder Kontakt und vielleicht kann er mir da jemanden empfehlen, weil die Else war ja auch ein super Griff. Ja. Ja. Also lass uns mal diese Zeit jetzt nutzen, weil ich habe jetzt noch bis Montag übernächster Woche Bedenkzeit. Und dann wollen sie aber Statement haben. Und momentan tendiere ich schon dazu, das zu machen, wenn wir halt entsprechende Fahrer finden. Weil auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Vertrag vorlegen kann, da muss ich jetzt mit Martini verhandeln, der, sagen wir mal, mindestens 2 Jahre geht. Wenn ich das mache, will ich keinen Einjahresvertrag haben, sondern einen Vertrag, der mindestens 2 Jahre, eher 3 geht. Dann kann ich, habe ich gegenüber der Bank auch ein Argument und ja, auch vor allen Dingen gegenüber einen Leasinggeber für so ein Fahrzeug und kann mir solche Fahrzeuge dann quasi kostendeckend anschaffen. Ja klar, das wird auch finanziert. Dann willst du die dann zulegen als Eigentum oder willst du erstmal auf Leasing gehen? Auf Leasing, die werden finanziert, weil das sind so Linienfahrzeuge, weil wenn da irgendwas passiert, dass ich sie schneller wieder loswerde. Wobei Eigentum kannst du schneller verkaufen, aber ich würde es jetzt erstmal leasen, dass die Bonität der Firma nicht ganz so stark belastet wird. Ja, ne, ja, ne, klar, nicht so, ne, klar, das muss ja auch mal in dem Verhältnis bleiben. Das muss ich auch alles selber finanzieren, Marian, da können wir keine Geldgeschenke von dir reinnehmen. Weil das wird irgendwann zu teuer, weil so ein Tanktrailer. Ich brauche ja noch ein fünftes Ruhekissen, also. Ja, eben. Überlege ich mal hier, der Zug, den ich jetzt fahre, wobei der überkandidelt ist. Aber sehr schön, muss ich schon sagen. Also, das ist schon standesgemäß. Ich schätze mal 300.000 Minimum, was hier steht. Ja, klar. Ich weiß noch, was meine Geräte gekostet haben, aber das gibt man sich halt nicht leisten können. Ja. So, und das ist ja nicht der einzige. Also, ist anders ein Stück gut. Da tendiere ich fast, weil du halt dann auch mal reinfahren musst. Da geht es dann auch Richtung Norden mit dem Fahrzeug. Dann musst du halt bestimmte Märkte und Verteilerstationen beliefern. Dann kannst du auch mal einen Trailer da lassen. Da tendiere ich eigentlich entweder zum Hängerzug oder zu einem Tandem, je nachdem. Müssen wir mal gucken, das wäre eigentlich. Aber das steht noch so ein bisschen in Sternen, da können wir uns noch Gedanken machen. Auf jeden Fall, was wird das denn? Das wird ein Stück gut und. Und Tank. Stück gut und Tank, also genau. Ah, okay. So, ja. Und Tank aber nur Lebensmittel oder haben die auch gefragt? Ja, eigentlich nicht. Das ist nur Lebensmittel. Lebensmittel hinten dran oder du hast Gefahrgut, das geht ja nicht beides zusammen. Selbst bei Tankreinigung ist das da. Ja, das kannst du ja nicht machen. Kannst ja keine Lebensmittel transportieren, wo vorher Gefahrgut ist. Also die sind natürlich fest auf Lebensmittel, nur nicht, dass die sagen, dass sie irgendwelche komische Bohrsäure fahren oder irgendwas. Nee, ist reiner Lebensmittel. Zug, halt für Martini. Wir fahren nicht für Rheinmetall oder so, wo die spezielle Säuren und Laugen brauchen für ihre Metalle. Das ist wirklich für Lebensmittel. Aber das muss man in Verträgen alles noch entsprechend klarziehen. Okay. Na, da haben wir ja Gedanken spannend zu machen. Ja, wird spannend. Das ist mal eben eine Vergrößerung.
Wie viele Fahrzeuge haben wir jetzt in der Spedition? 6. Ja. Eine Vergrößerung um 33%. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, auch wenn es nur 2 Fahrzeuge sind, da mögen andere drüber lächeln, aber für uns ist das schon, das musst du erstmal alles wieder managen. Ja klar, in dem Rahmen vor allem. Ich meine, bei mir damals bei der Riesenhaus war das anders. Dann war einer, dann waren es 2. Ja. Und dann kam das EA-Griff und dann waren es 20, dann waren es 200. Und ich glaube, die haben mittlerweile 610 da einheim. Also, da wäre ich ja schon lange weg gewesen. Das ist ja nicht mehr normal, da würde ich ja verrostet. Ja. Wow. Also, da muss ich mir ja ein ganz sonniges Plätzchen suchen in Griechenland übers Wochenende, wo ich meine Hängematte aufspannen kann. Ja, ein bisschen philosophieren kannst, ne? Sinnieren. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich mach das fest mit der anderen Tour, mit dem Deepwater, und dann kannst du deine Zahnbürste einpacken und da runterfahren. Ja, mach das klar, auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf. Also ich war jetzt ja lange im Baltikum unterwegs, davor im Norden. Hm. Ganz ehrlich, so ein bisschen zieht es mich entweder jetzt runter nach Spanien oder halt Griechenland ist ja nicht minder schön. Auf jeden Fall so ein bisschen Süden will ich mal wieder. Also da hätte ich echt große Lust drauf. Hab jetzt genug kalte Luft hier gehabt und graues Wetter. Genau. Griechenland oder Zypern, ich weiß nicht ganz genau, aber die Richtung ist ja die gleiche. Genau, also wird sich ja eh, du weißt ja, nichts ist so veränderlich. Aber so die Richtung wäre schon gut. Ja, das ist auf jeden Fall darunter. Das ist schon mal Fakt. Wir kriegen dann noch einen Zypern irgendwo darunter auf jeden Fall. Ist das lukrativ, genau. Jo, alles klar. Ich bin auch da am Ziel jetzt. Das ging schnell. Ja, dann drehen wir deine Haare auf. Ja, mach ich. Lass mal hier alles auf dem Parkplatz. Die Zuckerplempe. Genau. Da gefriert nichts mehr. Genau. Jo. Lass uns das per E-Mail zukommen mit dem Auftrag und dann geht das alles eingang. Genau, alles klar. Supi, Marian. Dann wir sprechen, cool. Ne? Bleiben jetzt in Kontakt alles stetig klar. Wegen der Fahrer und dann den Rest werden wir schon deichseln. Genau. Alles klar. Wie gesagt, alles tippitopp hier. Okay, prima, ne? Cool, also. Jo, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Ja, das war Marian, der große deutsche Philosoph. Mal gucken, wo wir uns hier hinstellen dürfen. So, ja klar, die nehmen wir mit hier, die Pünktchen. Dann will ich gleich mal kontrollieren. Kriege ja ein paar Meldungen, dass die EPs zu hoch sind. Ob ich da nochmal nachbessern muss hier am Mod. Ich habe noch so viele Sachen auch auf der Kladde stehen. Mod-Vorstellung, die Geschichte nochmal zusammenfassen. Also Leute, ich bin ein bisschen verliebt in so ein S500. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr das auch seid. Das ist wirklich ein schönes Fahrzeug. Reicht auch mit den 6-Zylinder, das ist... Das war den fauchigen V8-Sound nicht, das Brötteln, aber ich finde, der hört sich auch kernig an, der 6-Zylinder. Moment, ah, ein bisschen sehr schräg. So müsste es gut sein. So, dann Motörchen aus, Lämpchen shut down und schaut mal weg hier. Ja, wirklich schönes Ding, aber das Ding ist halt, wenn du nur mit einem LKW unterwegs bist, du bist immer der Fehler, du bist immer das Problem, wenn irgendwas ausfällt, der LKW fährt leider nicht von alleine und wenn du dann solche Kosten hier an der Backe hast, Mensch, Tobias, hoffe, das renkt sich für dich nochmal ein. Gute Besserung auch an der Stelle, falls du das siehst. Ja, aber war auf jeden Fall eine schöne, entspannte Fahrt, ging sehr, sehr schnell alles. Freunde, ich gehe dann rein. War heute mal eine kürzere Folge. Aber es kommt ja offensichtlich was Schönes auf uns drauf zu. Marian hat eine schicke Tour besorgt. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Richtung Süden auf jeden Fall. Da werden wir schon was ordentlich kriegen. Und
Ich hoffe, ihr habt die Tour mit dem S500 genauso genossen wie ich. Und wenn dem so ist, Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns dann im Nordhessen-Liner wieder. Also, bis dahin, euer Tom.